Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war ich immer von dem Namen und von dem Cover des Spiels immer sehr fasziniert. Was für ein Spiel mag sich wohl dahinter verstecken? Mittlerweile ist es zum Glück in meine Sammlung geraten. Höchste Zeit also, diese Frage mal zu klären. Was taugt Cat Trap für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Esmic Ace Entertainment entwickelt und erschien ursprünglich 1990 nur in den USA und in Japan. In Japan hat es den Namen Pitman. Eine europäische Veröffentlichung unter dem Namen Power Pause war angedacht, wurde aber nie umgesetzt. 2011 erschien es jedoch weltweit auf der virtuellen Konsole des 3DS. Bei Cat Trap erwartet euch ein einfaches, aber süchtig machendes Puzzlespiel. Die Prämisse ist einmal recht einfach. Ihr könnt zu Anfang aus zwei Charakteren auswählen, einer männlichen und einer weiblichen Figur. Die Wahl ist allerdings rein kosmetischer Natur, andere Fähigkeiten oder ähnliches haben sie nicht. Danach werdet ihr auch schon in die Level geworfen. Dort gibt es einige Gegner und üblicherweise Burger, die ihr verschieben könnt. Ziel ist es immer, alle Gegner zu erledigen. Dieses tut ihr recht einfach, indem ihr von der Seite auf diese zulauft. Das Erledigen der Gegner ist also nicht das Problem. Aber der Weg dorthin. Ihr könnt nämlich nicht springen und so müsst ihr euch den Weg erst einmal erknobeln. Da müssen dann die angesprochenen Blöcke in einer bestimmten Reihenfolge verschoben werden und so weiter. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, dass es hier natürlich relativ einfach startet und dann immer komplexer wird. Insgesamt warten 100 Level auf euch, die ihr in freier Reihenfolge spielen könnt. Cat Trap ist also sehr spielerfreundlich und das sieht man auch in den anderen Optionen nochmal deutlich. Wenn ihr euch nämlich mal in eine Sackgasse manövriert habt, könnt ihr per Tastendruck einfach nach und nach eure Züge revidieren und müsst nicht gleich das ganze Level neu starten. Das ist einfach super, da später nicht immer sofort klar ist, in welcher Reihenfolge ihr loslegen müsst. Und daher geht dieses Feature einfach nur super von der Hand. Und es gibt noch ein Passwortsystem. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso das denn? Man kann die Level doch frei anwählen. Ihr könnt einfach jederzeit euer individuelles Passwort generieren und so euren aktuellen Spielfortschritt festhalten. Eine echt super Sache. Auf der technischen Seite ist das Spiel natürlich recht simpel gestaltet. Einerseits ist es natürlich ein Puzzlespiel und auf der anderen Seite ist es ja einer der sehr frühen Titel. Grundsätzlich geht das Spiel aber voll in Ordnung und die Musik passt auch. Was taugt Cat Trap für den Game Boy also heute noch? Ich bin sehr angetan von dem Spiel. Ein Level ist mal eben relativ schnell geschafft und wenn ihr festhängt, könnt ihr jederzeit die Züge rückgängig machen. Dadurch wirkt das Spiel einfach nur locker und fluffig für eine Runde zwischendurch. Es ist echt schade, dass es damals bei uns nicht erschienen ist. Von mir aus eine klare Empfehlung. Das war der Test zu Cat Trap für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.